Hallo Laris. Hallo Bernd, mein Du hast Lieber. doch die Ehre. Ja, genau. Ich wollte einen kurzen Überfall auf dich loswerden. Und zwar, ich brauche mal eben eine Cloud-Umgebung. Und ich habe gehört, bei Novafone, das ist ja irgendwie relativ easy. Können wir das mal eben kurz machen? Überfälle sind immer gut, ne? Genau. Sag Ja, mir doch mal, ich brauche jetzt schnelle Cloud. Was muss ich denn machen? also das ist ja, also ganz easy. Du hast wahrscheinlich nichts anderes von mir erwartet, dass ich das jetzt sage, ne? Also es ist ganz easy. Erster Schritt immer. Du gehst bei uns in das Portal myinnovafon.com, das kennst du wahrscheinlich schon. Da gehst du mit deinem Username rein und Mache ich mal schließt gerade. Ich einfach. pack dich mal hier in die Seite rein. Dann Ich halte mich fest, gehe ich jawohl. mal in mein Portal. My.innovafon.com. Hier habe ich meine Cloud-Verträge. Und was muss ich jetzt tun? Warte, ich teile eben noch meinen Bildschirm, dann weißt du, was ich hier gerade sehe. Das ist immer So, was habe ich denn hilfreich, jetzt zu jawohl. tun? Okay, du klickst jetzt auf den Button Vertrag hinzufügen. Einmal einen Vertrag hinzufügen. So, und da sehen wir jetzt ganz oben zwei Verträge, zwei My Apps Cloud Services. Der obere ist die Produktversion Standard und der untere ist die Produktversion Premium. In deinem Fall würde ich es mal vorschlagen, wir bestellen mal so eine My Apps Cloud Standard. Jawohl. Jawohl. Klicke ich auf Weiter. So, die besteht im Wesentlichen aus drei Vertragsbestandteilen. Den Bestandteil B, das ist ein Rahmenvertrag, den hast du irgendwann in deinem Leben schon mal durchgeklickt. Von daher brauchen wir den jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir die Bestandteile A und C. Das erste ist der Cloud-Vertrag, der einfach so im Wesentlichen beschreibt, was wir machen. Und C ist im Prinzip die Datenschutz, Datenschutzverein. gut. Genau. Okay. Dann klicke ich doch mal auf Weiter. Das lese ich mir natürlich Gut, alles fleißig durch, ja, ne? Moment, bleib mal kurz bei den drei Kreisen da oben. Einfach nur mal ganz kurz zum Verstehen. Das ist alles ganz logisch aufgebaut. Der erste Kreis ist im Prinzip immer so die Vorbemerkung, die Kurzbeschreibung, worum es geht. Dann klickst du jetzt einfach mal durch, dass wir zu dem zweiten kommen. Der zweite geht es immer um die Verifizierung der Daten, dass wir also wissen, wer jetzt tatsächlich den Vertrag abschließt und dass wir das im Zweifelsfall noch korrigieren können. Genau, mach einfach mal weiter. Ich muss wahrscheinlich versichern, dass die Richtigkeit der Angaben in Ordnung sind Und dass du und das dass ich wirklich bist. bevollmächtigt bin, auch noch. Das Genau. war dann Punkt 3. Der dritte geht es im Wesentlichen um die Kernpunkte von dem Vertrag. Bei so einer normalen Cloud ist die einfach per Standard zum Beispiel, ne, ausgelegt für 100 User. Alles, was größer ist, das sollten wir einfach vorher Bescheid wissen, dass wir das Okay. Ding entsprechend definieren können. Diese Kleinigkeiten sind jetzt da nochmal herausgehoben. Okay, aber im Moment brauche ich nicht mehr als 100 User, also klicke ich Genau, einfach prima. weiter. Okay. Und beim vierten geht es einfach dann um den, da ist der komplette Vertrag drin. Der wird dir aber im Nachgang sowieso per E-Mail nochmal zugeschickt. Kannst du also auch entspannt bestätigen. Jawohl, dann würde ich sagen, Abschicken. abschicken. So, und jetzt kommt noch die Datenschutz-Grundverordnung, die wir da machen müssen. Die Jawohl, musst du auch auch das bestätigen. akzeptiere ich. Nehme das Ganze So, an. und jetzt geht's Auftrag. Jetzt hast du ein Angebot versendet. Das werden wir jetzt entgegennehmen. Mach Klick einfach mal auf Weiter. Jawohl. Und hier musst du jetzt einfach noch deinen Domänennamen eintragen, also letztlich die E-Mail-Domäne, die du da anlegen möchtest. So zum Beispiel. Wir hatten gesagt Lieblingskunde.de, darauf hatten wir uns Punkt.de, geeinigt, alles jawohl. klar. Jawohl. Punkt.de. Und Cloudports dann, mit Trunk sind irgendwie 30. genau, Genau. und das war es für den Moment auch. Weiter. Das So. war's schon. Genau, und das war's schon. Damit wird jetzt bei uns die Beauftragung gestartet, ne? Das heißt, bei uns wird es da im Hintergrund ein Ticket generiert und da setzt sich jemand dran, der schickt dir dann den entsprechenden Installationslink zu. Dafür brauchen wir in aller Regel 24 Stunden, in aller Regel viel, viel weniger. Und jetzt begeben wir uns mal in einen Zeittunnel, in einen Time-Tunnel. Und schauen mal in deine Mailbox rein. Vielleicht ist da in der Zwischenzeit schon was angekommen. Das sieht ganz gut aus, was hier angekommen ist. Tja, Ah, das war okay. jetzt noch. Wir gucken mal, Sehr wie das mit schön. diesem Time-Tunnel funktioniert, ne? Die Genau. coole Zeitmaschine. Also, jetzt Genau. darfst du Ja. nochmal sharen. Also der Cloud-Contract ist angekommen. Ich share jetzt hier nochmal meinen Bildschirm. Genau, da ist der Cloud-Vertrag und da ist vermutlich auch schon ein
Okay, das sind jetzt die Verträge angekommen, die drei Vertragsbestandteile. Und dann müsste noch eine andere E-Mail angekommen sein mit einem Installationslink. Ich habe Post. Prima, Lars. So, Also, dann. genau. Ich zeige dir gleich mal, was ich gekriegt habe. Und zwar habe ich bekommen, ich teile nochmal meinen Bildschirm hier. Ich habe bekommen eine Mail als Bestätigung. Lieblingskunde.de, Cloud-Service-Vertrag. Und hier gibt es die Begrüßung und alles, was ich brauche, um das Ganze einzurichten. Korrekt, das sind also so die ganzen Kerndaten nochmal zusammengefasst, die wir da haben. Und da ist im Wesentlichen so eine Kurzanleitung dabei, wie man diese Cloud jetzt in Betrieb nimmt. So, und da gibt es einen Installationslink, der steht unten drin. Das ist dieser ganz lange Link da unten. Auf den klicken wir jetzt einfach mal drauf. Jawohl. Und schwuppdiwupp, schon bist du in der Installationsmaske der PBX drin. Da Okay. musst du eigentlich nichts weiter tun. Das siehst du oben. Ein paar IP-Adressen, eingetragene Domainname, das kann dich eigentlich, das ist alles vorinstalliert, du brauchst nur auf Weiterklicken. Okay. Und im ersten Schritt meldest du dich an der zentralen Devices-Instanz an, sagst einfach annehmen, du wirst automatisch verbunden, drückst auf Weiter unten, Jawohl. du Die akzeptierst Geschäftsbedingungen die, akzeptiere jawohl, ich. Geschäftsbedingungen. Und jetzt wird die Nun Verbindung wird eine aufgebaut. Verbindung zur App-Plattform aufgebaut. Das ist auch schon passiert. Drückst wieder auf Weiter. So, an der Stelle kannst du jetzt einen User anlegen. Da ist der Name Admin. Die E-Mail-Adresse solltest du angeben. Können wir uns jetzt im Moment mal sparen. An der Stelle würde ich empfehlen, tipp nochmal das Passwort ein. Ich weiß nicht, was da eingestellt ist. Normalerweise sind die Felder, also Passwort, Ach so, da soll eins ich einfach drunter. händisch eins eintragen, ja? Ja, händisch Okay, eins eintragen, gut. dass wir sicher sind, was da eingetragen wurde. Jawohl. Okay. Und alles andere lassen wir offen. Du kannst im Zweifelsfall bei der Voicemail noch ein Häkchen setzen bei DE, dass die Voicemail-Files gleich in deutscher Sprache eingetragen werden. Unten die fünf Felder, die wir hier sehen, ist die 0 für die Amtsholung. Ja. Normalerweise. Dann ist die genau 00 fürs internationale Netz. Dann kommt die, ich kann es hier nicht genau lesen, mein Bildschirm ist etwas kleiner, nationales, die Nationales müsste, Netz. also ist die 0. Ortsvormal ist, Ortsvorwahl, ich nehme mal also hier bei mir ohne die zu führende Hause, 0, 05031, ja, ohne die alles klar. führende 0 Und und das ist die hier neu. Ländervorwahl. Das kann man im Prinzip auch nachtragen. Das muss nicht notwendigerweise hier Okay, gemacht hier werden. steht es auch an der Seite nochmal erklärt. Super. Genau. Alles klar. Okay, und weiter. Das war's schon. Jetzt So, will er das das sind Ganze jetzt speichern. Ist das okay für mich? die, ja, brauchst du nicht speichern. So, und das So, ist diese jetzt. Passwörter sind wichtig, die muss man sich auf jeden Fall sicherstellen. Die haben wir auch nicht, Okay. um einfach sicherzustellen, dass die ganzen Daten, die hinterher auf den Servern liegen, dass wir da auch keinen Zugriff oder zumindest nicht auf alles Zugriff haben, die sich sicher wegschreiben. Sehr schön. Das mache ich fertig. Genau. Okay, und dann einfach mit weiter bestätigen. Jawohl. So, hier geht es jetzt darum, dass wir im Zweifel mit, also wir empfehlen immer mit Zwei-Faktor-Authentifizierung zu arbeiten. Dort wird im Normalfall jetzt der E-Mail-Server von der Firma eingetragen, für die diese Installation ist. Ich würde Okay. einfach mal vorschlagen, an der Stelle sparen wir uns das. Jawohl. Häkchen oben rausnehmen. Aber also ist sicherlich zu empfehlen, das zu tun Genau. in einer Wenn ich jetzt einen direkten Kunden hätte, dann würde ich dort meine korrekt. Kann man aber E-Mail-Server auch direkt. jederzeit nachtragen. Okay. Weiter. So, und jetzt geht die Installation, die echte Installation los. Das heißt, wir installieren auf der App-Plattform die entsprechenden Standard-Apps und gleichzeitig verknüpfen wir diese Apps mit Objekten in der PBX drin, also mit PBX-Objekten. Und stellen da die Verbindung her und es läuft jetzt einfach relativ schnell durch. Ne? Das sind irgendwelche 20 Sekunden. Wenn ich nicht so viel schwatzen würde, würde man den ganzen Das war's schon. Installationsprozess innerhalb von, was weiß ich, 2 Minuten abschließen. Okay. PBX-Zertifikat bestätigen, bitte. Ja, das lade ich jetzt einmal runter wahrscheinlich. Ach nee, muss ich nur einmal Genau. klicken. Okay. Die App-Plattform auch kurz bestätigen, bitte, also Okay. akzeptieren. Und jetzt können wir die PBX zum Beispiel im Testmode starten. Genau, die geht ja acht Und Stunden dann ohne Restart. Lizenzen. Kann ich einfach Korrekt.
Genau, einrichten, das was ist ich möchte. einfach der Modus, den wir innerhalb der ersten Woche brauchen, um die PBX dann zu konfigurieren und Jawohl. unseren Cutover davor zu bereiten. Ja, und jetzt können wir da gleich mal eintragen. Admin, bitte das gleiche Passwort eintragen, Ja. das du vorher auch hattest. Jetzt aber. Ah, prima. Und jetzt sind wir eigentlich schon drin. Jetzt haben wir schon die Grundkonfiguration für den User-Admin, den du da eben angelegt hast, ist schon geschehen. Das heißt, die ganze Anlage läuft jetzt schon und es ist eigentlich Die alles da, Anlage was ich läuft schon. brauche. Genau. Jetzt kannst du einfach anfangen, hier User anzulegen, etc. Und ich Das in der machen wir im nächsten Personalisierung. Video, Bernd. Ja, ich danke dir erstmal, dass die Maschine da ist. Da kann ich mich jetzt erstmal selber durch ein bisschen durchforsten. Prima. Also ich weiß so ein bisschen, wie der PBX-Manager arbeitet. Das gucke ich mir nachher noch an. Der Devices-Manager ist ja dafür da, irgendwie das System zu managen. Und ich glaube, jetzt komme ich erstmal alleine weiter, Bernd. Prima, große Klasse. Und wenn es dann Fragen gibt, einfach auf die E-Mail antworten und ein Ticket in unser Ticketsystem lancieren. Und dann hast du ruckzuck deine Antworten. Ich danke dir. Ich Große komme auf dich Klasse. zu, wenn ich nicht weiterkomme. Okay, lieber Bernd, Lars, bis dann. viel Ciao. Erfolg. Tschüss. Danke.